Herzlich willkommen, hier ist nerdderby.de. Ich bin der Conny mit einer Match-Prediction zum heutigen beginnenden Spieltag in der Bundesliga und wir spielen natürlich das Topspiel Dortmund gegen Schalke. Samstag 3:30 ist Anpfiff und wie immer spielen wir in Sensible World of Soccer. So, ich muss mal kurz mich wieder zurechtfinden. Ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt, weil ich eher mit FIFA beschäftigt war, aber es scheint ja noch ein bisschen zu funktionieren. Das Spiel ist ja uralt und es gibt, glaube ich, auch noch nicht den aktualisierten Kader. Ich muss noch mal kurz vielleicht mal gleich reingucken in die Aufstellungen. Einen Moment. Mal gucken, wer da so spielt. Ne, da ist Kagawa noch dabei. Also der Kader ist noch nicht auf dem aktuellen Stand, aber so gut wie. Und wir werden mal gucken, wie das Spiel dann hier so ausgehen wird an diesem Samstag in der Bundesliga. Und da kommt Schalke schon mit einem gefährlichen Angriff und macht die erste Bude, der Hunter. Na super, habe ich ja wieder perfekt eingefädelt. Weil ich mich aber auch nicht konzentrieren kann, wenn ich spiele. Das geht einfach nicht. Aber gut, mal schauen, ob ich da irgendwie mich da wieder reinfuchsen kann, weil das Gameplay ja doch ganz anders ist als bei FIFA. Und FIFA spiele ich im Moment wirklich wie bekloppt. Ultimate Team. Na, wir werden sehen. Also 1-0 der Rückstand. Jetzt mal eine Möglichkeit vielleicht. Nein. Ah, Foulspiel. In der 22. Na, dann macht mal. Seit der 11. Minute liege ich hinten in diesem Spiel. Ja, das war aber auch ein Foulspiel. Gut, hat er nicht gesehen oder anders gesehen. Oh, knapp noch die Latte berührt. Senkt sich dann leider doch ein bisschen zu spät nach unten. Aber immerhin. So schlecht war das ja nicht. Kagawa jetzt hier verliert den Ball im Mittelfeld. Schalke kommt jetzt nochmal über die halblinke Position. Und jetzt aber mal im Ballbesitz bleiben, Jungs. Man muss ja in dem Spiel ein bisschen mehr passen. Das vergesse ich jetzt, weil ich das Dribbeln ja von FIFA gewohnt bin. Schalke hier mit der Möglichkeit zum Nachsetzen. Ich glaube ja übrigens, dass Schalke hier keinen Stich landen wird morgen. Also inwiefern diese Match-Prediction auf Nerd Derby überhaupt repräsentativ ist, sei mal dahingestellt. Hier wieder fast eine Möglichkeit und schon ist Halbzeit. 1:0 der Pausenstand durch das Tor vom Hunter für Schalke beim Spiel gegen Dortmund. Nicht irritieren lassen, es steht wieder unten Schalke gegen Dortmund, aber das Spiel findet natürlich in Dortmund statt, morgen Nachmittag. Ja, dann macht mal hin, Jungs. Ich will hier immerhin noch den Ausgleich irgendwie erzielen. Da ist er, Barrios. Nach einem verheerenden Fehler in der Verteidigung macht's Lucas Barrios der Ausgleich. Und damit ist wieder alles offen in dieser Partie. Freut mich ja. War zwar nicht schön herausgespielt, aber mir ist im Endeffekt egal, wie ich die Tore mache. Hauptsache, es klappt überhaupt. Oh, das war schlecht gespielt. Naja, lassen wir ihn ins Ausgehen. Abstoß für Roman Weidenfeller. We have a grandios Derby gespielt. Jetzt verflacht die Partie aber zunehmend. Ah, Mist. Hätte ich noch ein bisschen mehr anschneiden müssen, den Ball hier. Dann wäre der vielleicht auch in den Strafraum noch gekommen und bei meinem Mann auch angekommen. Aber so verliere ich dann den Ball wieder und das ist im Endeffekt nie so super, weil das kann immer zu bösen Geschichten führen, wie in diesem Fall im 1 gegen 1 hat es Holtby versucht. Zum Glück konnte Weidenfeller hier das Ganze parieren. Wir haben Einwurf, so viel Zeit bleibt auch nicht mehr, es läuft schon die 67. Minute. Au, im Strafraum grätschen die noch dazwischen. Schade, Flugkopfballversuch, aber da bin ich zu spät gekommen. Nicht mehr an den Ball. Jetzt aber mal weiter hier. Nee, klappt immer noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Jetzt schön von hinten in die Beine. Und da ist es. Muss man auch sagen, schön herausgespielt. Wir können das hier nochmal sehen. Erst nochmal rausgegeben auf die Seite, auf den rechten Flügel und dann in die zentrale Position. Und da war es dann also kein Problem für den Hunter nachzulegen. Klaas-Jan Hünterleim in der 76. mit dem 2:0. Ich versuche es nochmal über Barrios, aber eigentlich ist es auch nicht mein System. Die spielen hier mit einem 4-5-1 und mit einer Spitze. Ich bin eher dann mit der Raute vertraut und zwei Stürmern.
Oh, das war nochmal eine gute Möglichkeit. Wieder Barrios. Und jetzt läuft die Zeit davon. Problem ist ja, ihr wisst vielleicht, es gibt keine Nachspielzeit. Wenn da oben also links oben die 90 steht, ist das Spiel vorbei. Aber einen Angriff vielleicht noch? Nee. Unfassbar. Unfassbar. Schalke 04 gewinnt in Dortmund in dieser Sensible World of Soccer Match Prediction auf nerdderby.de mit 2:1. Danke fürs Zugucken. Ich bin der Conny. Mehr Let's Plays gibt's bei uns auf der Seite nerdderby.de.